In diesem letzten Video kümmern wir uns jetzt um das Thema Qualitätssicherung. Hier geht es mir darum, dass Sie mal den ganzen Maßnahmenstrauß sehen, den Sie ergreifen können, um mit dem Thema Qualität umzugehen. Wir gehen jetzt einfach mal systematisch all das durch, was Sie tun können, um Ihre Qualitätsfähigkeit zu verbessern bzw. Ihre Ist-Situation festzustellen. Also das so dieser Foliensatz. Vielleicht ein wichtiger Punkt ist nochmal, hier sehen Sie das Teufelsquadrat von Marie Sneed. Ich denke, ich habe das schon mal in der vorherigen Vorlesung eingeführt. Die Theorie vom Sneed ist, die Produktivität Ihres Teams ist immer ungefähr konstant, also die ändert sich nur sehr langsam. Auch da kann man anderer Meinung sein. Das ist hier so dargestellt mit dem Quadrat. Jetzt können Sie überlegen, quasi mit der Produktivität des Teams kann ich dieses Quadrat überdecken. Jetzt kann ich sozusagen an jeder Ecke des Quadrates ziehen. Eine Ecke ist Funktionsumfang, das heißt, ich kann jetzt mehr Funktionsumfang fordern. Oder ich kann weniger Zeit oder mehr Zeit geben. Oder ich kann mehr Budget investieren oder weniger Budget. Oder eben ich kann mehr oder weniger Qualität fordern. Und der Sneed behauptet jetzt, dass die Fläche des Quadrates hier immer konstant ist. Und das heißt, wenn ich an einer Ecke zerre, also zum Beispiel mehr Funktionalität fordere, das geht dann auf die Kosten einer anderen Ecke. Zum Beispiel, dass ich dann auch mehr Zeit brauche, weil das dann hier sozusagen reingeht, oder dass es teurer wird, oder eben, dass die Qualität sinkt. Und das ist so der Klassiker, Sie erhöhen mehr Funktion und lassen das Testen weg beispielsweise. Und das darf nicht passieren, deswegen müssen Sie einen im Team installieren, der richtig die Strippe an der Hand hat und an der Ecke hier zieht. Also der immer wieder einfordert, Leute, Qualität ist wichtig. Also das ist eine eigene Aufgabe. Sie können nicht gleichzeitig Architekt oder Coder sein und hier mehr Funktionalität wollen und gleichzeitig Qualität wollen. Also da ist es wichtig, dass man das in verschiedene Köpfe auslagert, dass also quasi zwei Leute an verschiedenen Enden dieses Quadrates ziehen. Das nochmal als ein Punkt. Und wir zerren jetzt an der Qualitätsecke. Also Frage ist ja, wie erreichen Sie Qualität? Dazu müssen wir natürlich sehen, wovon hängt denn das ab? Die Qualität der Software, die Sie liefern, hängt stark davon ab, wie gut Ihre Leute qualifiziert sind. Also wenn alle keine Ahnung haben, kann natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine hohe Qualität rauskommt, relativ gering. Das heißt, die Qualifikation spielt eine wesentliche Rolle im Erstellen von wahrscheinlich guter Software. Je besser Sie Ihre Prozesse im Griff haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gute Qualität rauskommt. Das heißt, die Qualität des Systems hängt an der Qualität der Art und Weise, wie Sie vorgehen und an welche Standards Sie sich geben. Also beispielsweise, welche Methoden Sie verwenden. Sie können ja in Scrum gewisse Subprozesse einbauen, wie zum Beispiel XP fürs Coden. Und natürlich spielen auch die Werkzeuge eine gewisse Rolle. Also die Qualität der Entwicklung ist seit Jahren deutlich besser geworden, da Sie jetzt zum Beispiel viel besseres Konfigurationsmanagement zur Verfügung haben oder Elemente wie Docker-Container nutzen können. Das ist Ihnen, glaube ich, selber schon aufgefallen in Ihren Projekten. Die Qualität hängt aber auch ab von externen Faktoren. Das heißt zum Beispiel, wie groß ist Ihr Projektteam? Qualität sinkt typischerweise, wenn Sie das Team größer machen, weil sie einfach sehr viel Kommunikationsoverhead haben und keine einheitlichen Standards mehr haben, und sie müssen sozusagen gucken, dass also alle Informationen allen zur Verfügung stehen. Das ist auch wie schwierig in großen Teams. Auch bei internationaler Verteilung des Teams haben sie häufig Schwierigkeiten damit, weil gerade die informelle Kommunikation in der Kaffeeküche entfällt, wenn sie das Team über den Globus verstreut oder auch nur über Deutschland verstreut haben. Das muss ja gar kein Globus sein. 30 Meter zwischen den Büros reichen normalerweise, dass die informelle Kommunikation deutlich nachlässt. Also das sind so Faktoren, an denen die Qualität hängt. Und was wir jetzt mal überlegen müssen, ist, welche Maßnahmen können wir jetzt ergreifen, um die Qualität, also was können wir machen, um Qualitätssicherung zu betreiben? Und da haben wir vorhin schon gesehen, man kann unterscheiden zwischen analytischen und konstruktiven Qualitätssicherungsmaßnahmen. Und die gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Also konstruktiv hatten wir auch schon auf einer Folie. Wir können versuchen, unsere Entwicklungsprozesse besser zu definieren. Sie schreiben Prozesshandbuch, brauchen Sie eh für die ISO 9001-Zertifizierung, falls Sie das brauchen. Sie also definieren Ihren Entwicklungsprozess, Sie schreiben dazu ein Wiki, Sie machen zum Beispiel, wenn Sie Dokumente erstellen, Dokumentvorlagen mit Beispielen und Checklisten. Sie sorgen in Ihrer Organisation für Erfahrungsaustausch beispielsweise. Vielleicht machen Sie jeden Freitag einen Vortrag zu bestimmten Dingen.
Sie sorgen für die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer Teamkollegen. Sie sehen es jetzt ja selber, wenn Sie sozusagen in Projekten neu reinkommen und Sie haben von der Programmiersprache oder von der Infrastruktur wenig Ahnung. Ist das ein Erstlingswerk oder ist die Qualität normalerweise schlechter, als wenn Sie eine Schulung dazu gehabt hätten oder eine Vorlesung besucht hätten dazu? Also Ausbildung wesentlicher Faktor. Was können Sie, das Konstruktive sind alles Maßnahmen, die Ihre Qualitätsfähigkeit erhöhen. Das heißt, Sie haben keine Garantie, dass Sie durch gute Prozesse bessere Qualität kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Also konstruktive Maßnahmen heißt Erhöhung der Qualitätsfähigkeit. Also Verbesserung der Organisation, des Vorgehens und der Gehirne der Mitarbeiter. Es gibt so einen zweiten Zweig hier, die analytischen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Während das hier sozusagen an der Infrastruktur ändert, sind das alles Maßnahmen, um festzustellen, wie schlecht oder gut die Qualität ist. Also analytisch heißt immer, Sie stellen fest, wie gut oder schlecht etwas ist. Dadurch wird es aber nicht besser, aber Sie haben zumindest Informationen, dass Sie handeln können. Darum geht es. Also Sie versehen sich mit Informationen, dass Sie dann die richtigen Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel, wenn Sie Fehler haben, dann koordinieren Sie das Bugfixing beispielsweise. Was können Sie jetzt messen oder untersuchen? Sie können sich den Entwicklungsprozess anschauen. Das heißt, Sie können gucken zum Beispiel, wenn Sie einen Prozess definiert haben, wie weit ist denn der in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter angekommen? Beispiel, ich habe vor Jahren, haben wir mal, da war ich noch Assistent an der TU München, ein Projekt gemacht, da sollten wir also den Entwicklungsprozess bei einer Bank einschätzen und dann war das IT-Controlling total gefrustet, dass die Entwickler sich nicht an das tausendseitige Prozesshandbuch gehalten haben, was das Controlling sich irgendwann im stillen Kämmerlein ausgedacht hat. Also da haben sie in der Prozessqualitätsmessung festgestellt, es gibt einen Prozess, 1000 Seiten, der ist aber nicht in den Köpfen angekommen. Also das heißt, ist Qualität sehr schlecht. Wobei das jetzt keine Aussage darüber macht, ob die Entwickler dann gut oder schlecht gearbeitet haben in der Bank. Und solche Sachen können sehr aufwendig sein. Also so ein Appraisal für CMMI Level 2 kann durchaus mal 2 ganze Arbeitswochen in Anspruch nehmen. Also wo, und das ist tatsächlich so, Sie müssen ja feststellen, was in den Köpfen ist. Also handelt es sich hier tatsächlich um nicht nur um Durchlesen von Dokumenten oder Nachschauen von Git-Repositories, sondern tatsächlich auch um Interviews mit den Mitarbeitern, denn nur so stellen sie ja fest, was die glauben, was der Prozess ist und was die gerade tatsächlich tun. Das kriegen sie nur durch Gespräche raus. Also aufwendig und sehr viel Gespräche. Was können Sie noch machen? Ich kann die Ergebnisse des Prozesses anschauen, also sprich den Code, die Dokumente und alles. Da kann man zwei Zweige unterscheiden. Ich kann dynamisch prüfen. Das heißt, das ist so der Klassiker, wo eigentlich Qualitätssicherung sozusagen als Summe immer, also das sozusagen als Ersatzbegriff für Qualitätssicherung, was immer als Testen. Also ich kann das Produkt ausführen und dann gucken, ob es sich korrekt verhält. Das wäre Test. Ich kann es ausführen und eine Messung machen. Das wären so die beiden Maßnahmen, die ich habe. Zu testen, da machen wir noch mindestens 2 einzelne Vorlesungseinheiten, weil das wirklich ein großes und wichtiges Thema ist. Aber das heißt, da prüfe ich beim Testen oder beim Messen dynamisch, also zur Laufzeit durch ausführen, in welchem Zustand das System sich gerade befindet. Also wie viele Fehler noch drin sind beispielsweise, versuche ich damit rauszukriegen. Und was ich noch mache, kann ich dann statisch prüfen. Das heißt, ein Mensch oder ein Werkzeug liest sich den Code oder das Dokument durch und bildet sich eine Meinung dazu, ne? Also das Dokument durchlesen oder Code durchlesen wäre meistens ein Review oder ein Walkthrough. Walkthrough eher oberflächlich, Review schon detaillierter, Inspektion sehr detailliert. Kommt gleich aber nochmal auf einer neuen Folie. Oder statische Codeanalyse. Das kann ich auf einem Word-Dokument machen. Also ich kann so einen Lesbarkeitsindex erzielen, was ich mittlere Wortlänge, mittlere Satzlänge und sowas, kann ich statisch prüfen. Oder ich kann auch einen Code natürlich statisch prüfen, indem ich die Einrückungstiefe der If-Kaskaden zähle und Alarmlampen anmache, wenn die Einrückungstiefe zu hoch ist. So, also da haben wir jetzt mal so die gesamte Landkarte der Dinge, die man machen kann. Kommen wir zu den konstruktiven Maßnahmen. Was kann ich da tun? Ich kann mir eine gescheite Kultur zulegen. Das hängt schon an der Überschrift Ihrer Firma. Also wenn Sie Ihren Firmennamen nehmen und darunter steht Software Engineering, ist schon mal ganz klar, was in Ihrem Laden wichtig ist. Oder Sie nehmen Ihre Firma und schreiben drunter Software Quality oder sowas. Dann ist klar, welche Ausrichtung Ihre gesamte Firma hat. Stattdessen, wenn Sie schreiben Autofirma und dann Freude am Fahren, hat das einen leicht anderen Geschmack, natürlich. Also das heißt, diese Firmenkultur, was ist Ihnen wichtig, das machen Sie natürlich über alle möglichen Handlungen in dem täglichen Dasein deutlich. Beispiel, was passiert, wenn jemand einen Fehler macht? Das kommt gleich auch nochmal auf der eigenen Folie. Wird er bestraft? Kriegt er weniger Gehalt? Oder überlegt man sich, wie man den Fehler in Zukunft vermeiden kann? Also darf ein Fehler vorkommen, weil man halt lernen muss, oder ist ein Fehler ein Charakterfehler?
Also das sind so zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie einen Fehler einschätzen können. Oder zweites Beispiel, wofür werden Sie gelobt? Ich kann meine Coder dafür loben, dass sie guten Code herstellen. Das heißt, als Chef kann ich selber coden und schaue mir den Code meiner Leute an. Und da sage ich, Mensch, Beneken, das war aber ganz großartiger Code. Da habe ich ja fast geweint vor Freude, weil jemand endlich mal die Java 8 Lambdas richtig verstanden hat, beispielsweise. Ne? Oder sagt Ihr Chef, naja, die Gehaltserhöhung ist ein bisschen schwierig, weil du hast in der Kaffeeküche so viel Blödsinn erzählt. Ne? Guter Code, Sie werden gelobt, Sie werden beobachtet, während Sie Blödsinn erzählen. Ne? Und dann sehen Sie schon, was ist jetzt wirklich in dem Laden wichtig und was nicht. Also das ist so ein Ausdrucksmittel der Firmenkultur. Ist gerade jetzt besonders wichtig unter dieser Überschrift New York. Kommt aber gleich nochmal auf einer eigenen Folie. Sie sagen, naja, an wen berichtet die Qualitätssicherung? Das heißt, wenn die nicht an den Vorstand berichtet, also an den Oberchef der Firma, sondern an niemanden berichtet, also hat die kein Druckmittel. Das heißt, dann sind sie unwichtig. Das heißt, je höher die Qualitätssicherung, das Qualitätsmanagement aufgehängt ist in dem Laden, desto wichtiger wird das erachtet. Also das sehen Sie schon alleine an einem Organigramm einer Organisation. Also welche Druckmittel hat die Qualitätssicherung, wenn was schief ist? Sie können Prozesse machen. Das heißt also strukturiertes Vorgehen festlegen, was sollen die Leute tun. Festlegen nützt nichts, das hatte ich Ihnen ein Beispiel dieser Bank erzählt. Also 1000 Seiten Prozesshandbuch zu schreiben, das liest eh kein Mensch. Also das können Sie gleich lassen. Sondern wichtig ist ja, was in den Gehirnen ankommt, sprich die biologische Implementierung, wenn man so will. Und das kann ich dadurch zum Beispiel machen, indem ich regelmäßig Retrospektiven durchführe. Ne? Nach jedem Sprint Retro gucken, wie kann ich mich verbessern. Ich kann Checklisten und Beispiele vorsehen. Ne? Also das beste Fachkonzept, das schönste Angebot und so weiter. Und ich kann da eine Checkliste machen, dass man keine Punkte vergisst. Also auch da kann ich sozusagen durch Vorgaben und Checklisten die Qualität, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern senken beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit guter Qualität steigern. Ich sollte das Vorgehen natürlich irgendwie schlank dokumentieren, also 1000 Seiten liest keiner, also vielleicht nützt ein Wiki oder ich kann es wie elektrisch implementieren, indem ich Prozesse in GitLab oder in Jira vorschreibe, also dass man gar nicht anders als korrekt arbeiten kann. Und ganz wichtiger Punkt ist, wenn Sie sich einen Prozess geben, also was man nicht machen darf, ist sich irgendwas überlegen und dann wie Moses vom Berg runterkommen und das verkünden. So, seht her, hier sind die 20 Gebote des guten Codings. Daran hält sich kein Mensch. Das haben die, es sei denn, sie setzen die Leute unter Druck, was nie eine gute Idee ist. Sondern was sie machen, ist, sie beteiligen die Leute, die es betrifft. Das heißt, die entscheiden selber mit, welche Sachen sie machen wollen, was für sie wichtig ist. Denn nur die Leute, die es tun müssen, wissen, was die Detailprobleme vor Ort sind. Oder das heißt, die müssen mit Bestimmungsrecht haben. Und dann, wenn sie es mit entschieden haben, werden sie es natürlich auch leichter befolgen. Alles andere wäre ein bisschen seltsam. Und wenn Sie sich einen Prozess auswählen, muss das schulen und prüfen und so weiter. Das brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail zu gehen. Drittes Beispiel, Fehlerkultur. Also wenn Sie agil arbeiten wollen, brauchen Sie eine Kultur, die ein dynamisches Selbstbild hat oder ein Growth Mindset, wie der Brite zu sagen pflegt. Growth Mindset. Erfunden hat das diese Dame hier, das ist die Carol Dweck. Und wie gesagt, Growth Mindset bedeutet ungefähr Folgendes. Die Frage ist ja, wie stehen Sie zu Fehlern, wenn Sie die machen? Ne? Also der eine, das Growth Mindset sagt, na, Fehler ist normal, das darf ich machen, ich bin Mensch, ich darf Fehler machen. Und ein Fehler machen gehört zum Lernen dazu. Das heißt, wenn ich keine Fehler mache, habe ich eigentlich nicht gelernt. Und jeder Fehler sorgt dafür, dass ich noch besser lernen kann. Wenn ich so eine Einstellung habe, werde ich jemanden, der Fehler macht, nicht mehr bestrafen, sondern mich darum kümmern, dass die Fehler nicht wieder auftreten und dass ich halt aus diesen Fehlern lerne. Also, das heißt, ich mache Fehler, um zu lernen, das ist normal, das darf ich. Der zweite, dieses statische Selbstbild, wenn es ein dynamisches gibt, muss es ja ein statisches geben, wäre das Gegenteil davon. Da sagen sie, ein Fehler ist ein Charakterfehler. Das heißt, sowas wie, ich treffe häufig Studenten, die sagen, ich kann nicht programmieren. Also, das wäre ein statisches Selbstbild. Oder ich kann nicht Mathe, das ist ein Klassiker, ich kann nicht Mathe oder ich konnte kein Deutsch. Frau Dweck sagt, also das ist statisch, das heißt, mein Charaktermerkmal ist, dass ich nicht Deutsch kann oder nicht Mathe oder nicht programmieren kann. Das heißt, ich habe auch in meinem Leben lang keine Chance, das noch zu lernen, weil es ist ja sozusagen, meine Genetik ist zu doof dafür. Ja, das wäre statisches Selbstbild. Dynamisches Selbstbild, deswegen habe ich auch sie leider in dieser doofen Pose rauskopiert, das ist also keine böse Absicht war.
Frau Dweck sagt, wenn ich ein dynamisches Selbstbild habe, dann sage ich, ich kann nicht Mathe, das sage ich nicht, sondern ich kann noch nicht Mathe. Wenn Sie über Programmieren reden, dann sagen Sie, ich kann noch nicht programmieren. Wenn Sie das noch einführen, also das jetzt im Amerikanischen, heißt das ja, naja, wenn ich mich reinhänge, kann ich es irgendwann. Das heißt, das Programmieren können ist also kein Charakter, keine Charaktereigenschaft, keine Eigenschaft meiner Hardware, sondern ich kann sozusagen meine Wedgeware entsprechend umbauen, sodass ich es nachher auch programmieren kann. Das ist so eine Frage der Zeit, die ich mir nehme. Also deswegen ganz wichtig, Fehlerkultur, Fehler sind kein Charaktermerkmal, sondern notwendig, um zu lernen. Nur so können Sie agil arbeiten und wie gesagt, deswegen ist dieses Growth-Mindset besonders wichtig. Also wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich mal das Video von der Ford Weg an. Sie erklärt das auch, wie sie drauf gekommen ist und am Beispiel von Studien mit Grundschulkindern, glaube ich. Okay, was kann ich noch machen? Ich kann die Leute ausbilden, um bessere Qualität zu haben. Ne? Also ich brauche irgendwie einen Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter. Ich muss gucken, dass ich mein Zeugs gut aufschreibe, dass sie das verstehen können. Ich kaufe immer mal wieder ein Buch, um meine eigene Ausbildung zu fördern. Oder ich fahre auf eine Konferenz wie die OOP in München, ist eine der, oder war zumindest mal eine der größten Konferenzen, die es in Deutschland gab, zum Thema Programmieren. Also immer mal wieder auf eine Konferenz gehen, vielleicht selber mal einen Vortrag halten. Es ist leichter, als Sie denken. Das wäre das Thema Ausbildung. Und Kommunikation, Erfahrungsaustausch ist ein wichtiger Faktor. Das heißt, schauen Sie, dass Sie sich wirklich, dass Sie in der Kaffeeküche rumlungern, dass Sie gemeinsam zum Mittagessen gehen, dass Sie vielleicht so irgendwelche informelle Foren schaffen, um zu kommunizieren, immer mal wieder einen Fachvortrag halten, Design-Meetings im Team machen, Mob-Programming machen, also all das, wo Sie sozusagen im Team sich informell austauschen können. All das sind Maßnahmen der konstruktiven Qualitätssicherung. So, welche Maßnahmen haben Sie jetzt bei der analytischen Qualitätssicherung zur Verfügung? Also wenn Sie nachmessen, wie schlimm es um Sie bestellt ist. Sie können Ihre Prozesse vermessen mit Audits oder Appraisals oder Assessments. Da gibt es so verschiedene Methodiken dafür. Können Sie sich im Internet anschauen. Machen wir es hier nicht bei Scrum, macht das eigentlich auch keinen großen Sinn. Das macht dann der Scrum Master, der sich das anschaut. Der macht das sozusagen fortlaufend. Wenn Sie irgendwie sicherheitskritische Sachen bauen, sieht es natürlich anders aus. Dann muss jemand von außen kommen und Ihnen die Qualitätsfähigkeit nach irgendeinem Standard, den es so gibt, also CMMI, SPICE oder auch entsprechende Normen für sicherheitskritische Systeme, muss Ihnen sozusagen die Qualitätsfähigkeit bestätigen. Ich kann, wenn ich irgendwas Physisches erzeuge, kann ich das anschauen lassen. Es gibt da die Möglichkeit, einen Walkthrough zu machen. Das heißt, Walkthrough heißt, Sie schnappen sich einen Kollegen oder eine Kollegin und gehen zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis gemeinsam durch. Und zwar aus dem Stand, auf die Schnelle. Und Sie sprechen ohne große Vorbereitung das Ganze mal durch. Oder Sie skizzieren einem die Architektur und diskutieren mal kurz drüber. Das wäre so ein klassisches Walkthrough. Der zweite Klassiker ist ein Peer Review. Das heißt, Sie verschicken beispielsweise ein Dokument an verschiedene Reviewer und kriegen von denen nach einem, sagen wir mal, nicht genau festgelegten Prüfprozess, also Sie schauen halt mal drüber und markieren, was Ihnen aufgefallen ist, vielleicht auch mit einer Checkliste, kriegen Sie sozusagen Anmerkungen zurück. Das können Sie mit Peers machen, das sind also gleichartige Leute, also quasi Ihre Mitentwickler. So ein Peer-Review wäre zum Beispiel, wenn Sie ein Code-Review machen, wäre das eine besondere Form von Peer-Review. Also jemand, der gleich geordnet ist wie Sie, macht mit einem eher so semi-formalen Prozess, allerdings ohne, dass es jetzt große Meetings gibt, dazu prüft er Ihr Zeugs durch. Ganz formal wäre eine Inspektion. Das ist erfunden worden in den, ich glaube, meine 80er Jahren. Ich habe den Namen von dem Erfinder vergessen. Also bei der IBM haben sie so diese formalen Inspektionen eingeführt und dann auch festgestellt, dass der Code dadurch wesentlich besser wird. So eine formale Inspektion bedeutet aber, sie verschicken den Gegenstand der Prüfung, also das Dokument oder den Code. Die Prüfer gucken sich es vielleicht eine Woche an, dann sammeln sie die Review-Einmerkungen durch, dann treffen sie sich mit allen Reviewern zu einem Review-Meeting, sprechen die Anmerkungen durch, verteilen danach eine Qualitätsnote und zwingen dann im Rahmen der Nacharbeiten auch die Anmerkungen noch einzuarbeiten. Also solche Inspektionen machen sie so als Quality Gates, zum Beispiel am Ende von Phasen in etwas älteren Prozessmodellen. Also formal nach Fagan. Fagan hieß der Herr, der das erfunden hat. Fagan bei IBM. Also deswegen hießen die früher auch immer Fagan Inspections. Was man noch machen kann, ist statische Analyse. Also ich kann auf Dokumente und auch auf Code-Metriken anwenden. Also wie viel durchschnittliche Zahl der Worte im Satz wäre für ein Dokument eine Metrik oder Zahl der Passive, wenn Sie einen guten Parser haben, in einem Dokument wie so ein Maß für die Lesbarkeit. Auch da kann man richtig so Reading-Ease-Maße sozusagen
festlegen und die Lesbarkeit sogar mit Zahlenwerten belegen. Oder bei Code können Sie auch sagen, so mittlere Klassenlänge, mittlere Methodenlänge, mittlere Zahl der Methoden pro Klasse und so weiter. Und auch da können Sie gewisse Qualitätsaussagen ableiten daraus. Und Sie können Fehlermuster analysieren. Wenn Sie sich die VV-Vorlesung jetzt anschauen, da habe ich so ein paar Tools diskutiert. Also wir haben mit PMD Fehlermuster gesucht, wir haben mit Find Bugs. Ich kann Programmverifikation machen, habe ich jetzt schon ein paar Mal erläutert. Also eine Software versucht, einen Korrektheitsbeweis über die Software zu führen. Das, also wie gesagt, Microsoft hatte mal den Ansatz mit so Vor- und Nachbedingungen, also Design by Contract. Da würde ich so teilweise Korrektheitsbeweise über den Source Code zu führen. Ist aber eher, soweit ich weiß, eher unüblich. Was kann man noch machen? Ich kann den Software und Code kann ich natürlich testen. Also klassisches Verfahren ist Blackbox-Test. Da machen wir aber auch noch eine eigene Vorlesung dazu. Das heißt, ich kann mit Grenzwertanalyse, nehmen wir an, Sie haben GUI-Feld. Da kann ich, was ich das Alter von der Person für den Führerschein angeben als Beispiel. Und dann überlege ich mir, was wären denn spannende Testfälle dafür und was ist, ich überlege, naja, wann darf der den Führerschein haben? Naja, wenn der heute 17 wird, dann darf er gerade den Führerschein kriegen. Wenn der heute gerade eben noch 16 ist, dann darf er den Führerschein gerade eben noch nicht haben, weil er erst morgen den 17. Geburtstag hat. Und solche Fälle rauszufinden, wäre Grenzwertanalyse. Und diese gefundenen Grenzwerte geben Sie als Testdaten in Ihre Applikation ein und gucken nach, ob die da korrekt reagiert. Und da Sie Ihre Applikation, Ihre Software als schwarzen Kasten ansehen, Sie beachten das Innenleben ja nicht, deswegen nennt sich das Grenzwertanalyse im Blackbox-Testbereich. Blackbox, weil das System als schwarzer Kasten ist. Und da können Sie alles Mögliche, was Sie an Infos haben, Use Cases, User Stories, was Sie wollen, als Input für diesen Blackbox-Test nehmen. Alles, was Sie so an Spezifikationen da haben, ist dankbar als Basis für Blackbox-Tests. Sie kennen Whitebox-Tests oder besser wäre der Begriff Glassbox-Test. Das heißt, Sie schauen in den Kasten rein und können überlegen, naja, wie kriege ich die Testfälle so hin, dass ich beispielsweise jede Anweisung einmal durchlaufen habe oder jede Variable hatte einen bestimmten Wert angenommen. Klassiker ist, wenn Sie so Testanalysen machen, also Code Coverage, ist das normalerweise kontrollflussorientiert. Ich kann Lasttest, Stresstest machen. Also ich nehme ein Lasttest-Tool wie Getlink zum Beispiel oder wie JMeter, erzeuge damit zum Beispiel eine Anfragelast auf dem Server und messe die CPU-Auslastung vom Server. Das könnte auch so ein klassischer Software-Test, Software-Messung sein. Oder ich mache einen Stresstest, ich erhöhe die Last so lange, bis das System zusammenklappt. Und ich messe den Zeitpunkt, wo es zusammengeklappt ist. Ich kann Usability-Tests machen. Das machen wir noch in einer der nächsten Wochen. Da machen wir ein Usability-Testessen in Heimarbeit. Also früher war es immer so ein Riesen-Happening. Da haben wir Weißwurst gekauft. Oder wenn Sie es in Rosenheim, zum Beispiel bei Tech Division machen, ist das abends, dann kriegen Sie Pizza und testen an mehreren Teststätten Software, die es da so gibt, auf Usability. Also, wie gesagt, dafür werden wir auch noch ein paar Verfahren kennenlernen, wie man das machen kann. Wenn Sie da weitere Details haben wollen, würde ich Ihnen die Vorlesung UX bei Herrn Breunig nicht empfehlen. Sie können Zuverlässigkeitstests, Verfügbarkeitstests machen. Da haben wir so einen kleinen Eindruck schon gekriegt in der Einheit für Architektur. Sie können ja zum Beispiel bei der Verfügbarkeit, um dies zu testen, können Sie einfach das System mal nehmen und das abschießen und mal gucken, wie schnell Sie rausgekriegt haben, dass es abgeschossen ist und wie schnell das System dann wieder gestartet ist. Dann haben Sie so diese Meantime to Repair gemessen. Und das wäre ein typischer Verfügbarkeitstest. Kann man sogar so übertreiben wie den Chaos Monkey bei Netflix. Weiß nicht, ob es den noch gibt, den gab es vor ein paar Jahren mal. Das war ein Prozess, der ist rumgelaufen in der Firma und der Prozess hat wahllos irgendwelche Server abgeschossen. Und das heißt, die Entwickler mussten sich sowieso schon warm anziehen und damit rechnen, dass der Chaos Monkey vorbeikommt. Und so wurden sozusagen durch einen permanenten Verfügbarkeitstest wurde die Verfügbarkeit besser. Was man noch machen kann, ich kann Modelle und Prototypen, ich kann auch eine Simulation machen, das geht zum Teil. Also ich kann, wenn ich Ihnen einen endlichen Automaten gebe als Systembeschreibung, können Sie den natürlich durchlaufen lassen. Sie können ihn mathematisch durchrechnen, das wäre Model Checking. Oder Sie können den sozusagen ablaufen lassen, mal gucken, was passiert. Oder ein Sequenzdiagramm können Sie theoretisch auch als, auch das können Sie ja simulieren, indem Sie einfach jeden Schritt vom Sequenzdiagramm durchgehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, was zu machen. Also das Thema Test ist sehr, sehr wichtig. Das besprechen wir noch ausführlich in zwei einzelnen Vorlesungen. Und zum Usability-Test, dann machen wir noch ein eigenes, so also quasi Happening über Zoom. Vielleicht letzte Folie dazu insgesamt. Also wenn Sie mal gucken, wie gut sind Testmethoden, also wie viel Prozent der Fehler sind gefunden worden. Also
wie viel Prozent der Fehler haben Sie im Schnitt gefunden? Dann kann man sagen, informelle Entwurfsprüfungen haben 35% der Fehler gefunden, während formale Codeüberprüfungen 60% gefunden haben, aber eben nicht 100%. Und Sie sehen also, keine der Methoden, die Sie so zur Verfügung haben, findet 100% der Fehler, sondern weit drunter, was nur die Folge hat, dass Sie einfach mehrere Methoden kombinieren sollten, wenn Sie testen. Also das heißt, Sie brauchen einen Mix an Prüfmethoden. Wenn Sie testen oder wenn Sie Qualitätssicherung machen, achten Sie darauf, dass Sie verschiedenste Methoden verwenden. Versuchen Sie nicht zu übertreiben, also nicht die Testfälle zu deutlich zu spezifizieren. Nicht, also das tausendseitige Testkonzept liest eh wieder kein Mensch. Manche Sachen können Sie auch freilassen oder den Testern freiheiten lassen. Also im Bereich explorativer Test, wenn Sie gute Tester haben, geht das eigentlich sehr gut. Und schauen Sie, dass Sie halt wirklich so dieses 3R-Mikro-Konzept fahren. Der Tester arbeitet mit dem Requirements-Heini und den Codern zusammen. Und die drei sollen zusammen auch die Testfälle machen. Also Tester oder die Leute, die den Test machen, müssen so früh wie möglich im Entwicklungsprozess eine Rolle spielen. Und dann brauchen Sie noch eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, dass also Sie auch mit der Fachabteilung, wenn es die gibt, oder mit dem IT-Betrieb entsprechend zusammenarbeiten. Und bauen Sie die Software gleich so, dass Sie sie testen können. Sehen Sie ganz sehr schön bei den Unit-Tests. Eine Software, die Sie mit Unit-Tests aufgebaut haben, ist deutlich anders als eine Software, wo Sie nachträglich Unit-Tests reinfrickeln müssen. Also Sie sehen das an den Schnittstellen, die sind aussagekräftiger, wenn Sie von Anfang an mit Unit-Tests gearbeitet haben. Und auch bei den Dokumenten, die Sie schreiben, achten Sie wirklich darauf, dass sie hilfreich sind. Man könnte sagen, wie viel Toner verbraten Sie und wie viel weiß ich nachher. Und das Verhältnis zwischen ich weiß viel und ich habe wenig Toner verbraucht, das wäre halt gut. So, Zusammenfassung können Sie, denke ich, selber durchlesen. Ich würde jetzt sozusagen das die Vorlesung zum Thema Qualität jetzt beschließen. In den Aufgaben, die ich Ihnen noch reingeschrieben habe, da war die Idee, dass Sie sich jetzt mal überlegen, was sind denn bei Ihnen die größten Produktrisiken und dass Sie sich da überlegen, wie würden Sie die testen, sodass Sie am Ende des letzten Sprintes eine, sagen wir mal, Software liefern können, wo Sie sich nicht schämen müssen dafür. Denn das Ding ist jetzt ja fertig, es steht im Zeitraum und Ihr Name steht dran. Also wenn Sie Blödsinn unter Ihrem Namen ausgeliefert haben, das wäre schlecht, weil das ist ja da, das werden Sie auch nicht wieder los. Also schauen Sie, dass Sie sich dafür nicht schämen müssen sozusagen. Und schauen Sie, dass die Software wirklich funktioniert, wenn Sie die an den Kunden liefern, dass zumindest die Hauptteile funktionieren. Also wenn Sie liefern und die Software stürzt sofort ab, haben wir schon oft genug, wäre das wieder peinlich und die Firma zweifelt sozusagen an Ihrem Qualitätsbewusstsein. Also achten Sie darauf, dass die Software so geartete Qualität hat, dass sie beim Kunden zumindest den Probebetrieb überlebt. Also das wäre wichtig. Und im Aufgabenblatt steht halt, es sind Aufgaben drin, die das Ziel haben, dass Sie sich jetzt halt diese Test-, Qualitätssicherungs- und Verbesserungsmaßnahmen überlegen, sodass Sie am Ende das Liefern einer halbwegs funktionierenden Software sicherstellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's dann für heute. Bis zur nächsten Woche.